EAPO Productions liest Thüringer Sagenbuch, erster Band von Ludwig Bechstein. Heute, 52. Basungens Alter und Sonstiges. Das Städtchen Basungen ist von hohem Alter. Es wird schon im Jahre 874 Wasungin genannt. Zahlreiche Wüstungsnamen in der Umgebung und Feldflur deuten nach früher Bevölkerung aus einer Zeit, in welcher erstere mehr in Einzelgehöften als in Ortschaften gedrängt das Land bewahrte und bebaute. Kaiser Albrecht verlieh 1307 der Stadt die Rechte der damals freien Reichsstädte Schweinfurt und Gelnhausen und erhob das gräflich-hennebergische Landgericht daselbst zu einem freikaiserlichen. Auch mit Juden war in früherer Zeit das Städtlein wohl versehen, wovon noch der Judengarten zeugt. Kleinstädtisches Gebaren einerseits und die Nachbarschaft stets wache Spott- und Neckelust erhob auch Wasungen zu einer deutschen Lallen- und Schildbürgerstadt und trug nicht nur alle bekannten und im Volksbuche gesammelten Lallenstreiche auf seine Bewohner über, sondern ersann auch neue, die zwar nicht gern gehört werden, indes muß sich Wasungen mit dem ebenfalls meiningischen Städtchen Ummerstadt, mit dem pfälzischen Bensheim und Zwingenberg, dem westfälischen Beckum, mit Schöppenstadt, Polkwitz, Annweiler, Trifels, Weilheim, Mopfingen, Ganzlos und zu vielen anderen Städtlein und Orten trösten, denn es nun einmal ihren Nachbarn nicht besser machen. Vor mehr als 100 Jahren schrieb schon ein hennebergischer Geschichtsforscher das folgende wörtlich nieder, was er Wasungens gedachte. Im Übrigen ist niemand leicht im Hennebergischen unbewusst, dass allerhand possierliche Schwänke und Historiken, von deren Bürgern zu Wasungen erzählt werden, welche eine ziemliche Verwandtschaft mit denen in meisten berühmten Schildbürgersgeschichten haben. Nun, die Wasungen sind es nicht allein, welche die Eselstreiber des Lächerlichen ausbrüten. Es wird auch an höher gelegenen Orten bisweilen vieles des Lächerlichen und Dummen ausgeheckt. So erteilte ein Hutrezess vom Jahre 1578 die Erlaubnis, dass der Wasunger Ziegenhirte mit seinen Ziegen zur Winterszeit den Schlossberg und die Hunnenburg betreiben dürfe. Welches Futter die armen Ziegen zur Winterszeit an diesen ohnehin kahlen Berggeländen abweiden sollten, verschwieg die hochweise Verordnung. Dass einstmal die Wasunger einen galgenreiften Gauner nicht an ihren Galgen hängen sehen wollten, weil dieser für sie und ihre Kinder und Kindeskinder sei und ihm ein Stück Geld gaben, sich dafür hängen zu lassen, wo er wollte, war gar nicht so unweise gedacht und ist solch kluges Mittel anno 48 in manchem Staate probatum befunden worden. Bei einem solchen Fort mit dem Schaden liegt der Nutzen auf der Hand. Dass die Wasunger sich auf Quarkkäse setzten, in der Meinung, es seien Eier arabischer Pferde, und dergleichen ausbrüten wollten, dürfte wohl auch andernwärts in alter und neuer deutscher Geschichte ein vielfach wiederholtes Echo finden, selbst wenn jene Eier nur einfache Eselseier, wie eine Variante dieser Sage will, hätten sein sollen. An den Römhilder Aalfang erinnert die Jagd der Wasunger auf den in der übergetretenen Werra dahergeschwommenen braunen Hirsch, nachdem weidlich geschossen und gefangen wurde. Als man endlich den Hirsch, der seine vier Beine kerzengerade gen Himmel streckte, am Ufer hatte, was ein alter Waschtisch. So auch jene Jagd, als ein Wasunger in der Dämmerung auf dem Wege ein schwarzes, unheimliches, kugeliges Ungetüm liegen sah, heimeilte, die Wehr zusammenrief und nun die Mannschaft auszog mit Laternen, Spießen, Heugabeln, Stangen und Stöcken, auch Musketronen und Lundenbüchsen, um das Getüm zu bewältigen, das so groß sein sollte wie ein Wagenrad und stachlig wie ein Igel und Zähne haben wie ein Hecht und Glotzen wie Karfunkel. Nach dem ersten Schuss platzte zersprühend das Ungetüm und die Mannschaft schrie frohlockend: »Seid all daher, jetzt hat's den Gift fahren lassen!« Und nun drauf. Bei Licht besehen war aber das Ungetüm gar nicht so groß wie ein Wagenrad, sondern nur so groß wie ein Schweinsmagen. Es hat auch keine Glotzen wie Karfunkel, sondern gar keine Augen, auch keine Stacheln, sondern eine glatte Haut.
Es war auch kein Ungetüm, sondern eine höchst friedlich gesinnte Schlackwurst, ein Schwartenmagen, den ein Bauer verloren hatte. Die alte, ewig sich verjüngende Mähr vom kreisenden Berge. Wie die Katze aus Furcht schnell wieder über das Weichbild zurückgeschickt wurde, weil man ihr auf die Frage, was sie fresse, nachgesagt, sie fresse alles, wie der Gastwirt dem Gaste, der zur Bequemlichkeit ein paar Pantoffeln zu haben, nebenbei aber auch einen Wasunger Streich zu gewahren wünscht, die Pantoffeln aus des Gastes eigenen Stiefeln schneidet, wie die Ehrenpforte, weil es regnete, statt Regenschirmes über den hindurchziehenden Fürsten getragen wurde, wie bei derselben Gelegenheit der Bürgermeister den Bürgern sagte, ihr tut, was ihr mich tun seht, und sich alle gegen die Wand kehrten, weil jenen dazu ein Bedürfnis nötigte, und so alle, da in diesem Augenblick der Fürst kam, mit dem Rücken Front machten, hat vielleicht tieferen Sinn, als mancher ahnet, der darüber lacht, und ist nur ein Sinnbild. Denn zu Zeiten macht gar manche Schildbürgerschaft ihrem Fürsten und ihrer Oberherrschaft ein widerhaariges Kehrt, die Signatur der Untreue. Ganz vor kurzem ist's geschehen, dass eine Wasunger Köchin ihre Herrschaft weiche Eier sieden sollte. Sie brachte die Eier hart gesatten auf den Tisch. »Ei«, sprach die Frau, »die Eier sind ja hart.« »Nu, sie hätten doch lang genug gekocht«, erwiderte die Köchin. »Es werden alle Sinn. Ich will sie noch einmal ins Töpfle tun und tüchtig kochen.«